Eins, zwei, drei, vier. Da 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 da. I'm singing in the rain. Just singing in the rain. When the glorious feeling, I'm happy again. Sag mal bitte, was soll denn das? Ich hab dir doch gesagt, du sollst die Mehlspeisen neu schlichten. Ja, das hab ich doch schon. Das nennst du schlichten, bitte? Und den alten Topfenstrudel kannst du doch nicht verkaufen. Und bitte schau dir den Teller an, sag mal. Ist das sauber? Was sagst du dazu, bitte? Ja, also den Topfenstrudel, den habe ich gekostet und der hat mir geschmeckt und der Teller hat gar nicht so schmutzig ausgeschaut. Also, ich weiß nicht, was für ein Teufel in dich gefahren ist, Ursel. Ich versteh's nicht. Ich glaube, ich werde heute deinen Vater anrufen. Ach Gott, Moment. Tag. Habe die Ehre, bitteschön. Was darf das Platz haben vielleicht? Wäre angenehm, ja. Bitte. Was darf sein? Ich hätte gerne eine Melange. Sehr gerne. Darf ich dann behilflich sein, bitteschön? Danke. So, bitte der Herr. Danke. Eine Melange. Und ich hätte gerne einen Tee mit Zitrone. Tee mit Zitrone, sehr schön. Und bitteschön. Ja. Was haben Sie für Mehlspeisen? Aber ja, keine Torte, eher keine, einen Kuchen oder einen Strudel. Ja, da haben wir einen ganz frischen Mohnstrudel, hätten wir da, bitteschön. Ich möchte lieber einen Topfenstrudel. Yeah. Leider, bitte, der Topfenstrudel ist leider ausgegangen. Es ist nämlich... Eine schöne Portion wäre gerade noch da. Komm, Moment bitte, ja? Komm. Sag mal, bist du wahnsinnig? Du kannst doch mal den alten Strudel servieren. Ich hab doch ausdrücklich gesagt, dass das bitte nicht geht. Ja, dann habe ich es halt vergessen. Ja, vergessen? Das war doch vor einer Minute. An was denkst du den ganzen Tag? Ich bitte dich, Ursel. Ja, ans Showbiz, denke ich. Was ist denn da? Also, ja, ich weiß schon, das ist so ein blöder Tanz, ich weiß schon. Aber bitte, denke lieber an deine Arbeit, ja? Bitte, ja? Ja, ach, du verstehst mich überhaupt nicht, Edi Onkel, wirklich. Aber Fräulein, ich komm schon. Ach, also die heutige Jugend, das ist entsetzlich. Entsetzlich ist das furchtbar. Hilla, nein. Na ja, also bitte, Franz, ich hab doch nur gesagt, dass der Whisky ausgegangen ist. Mein Gott, dein Freund kann doch auch einmal ein Bier trinken, so wie deine anderen Tarockpartner. Hilla, der Dr. Leitner spielt nun bereits seit 30 Jahren mit mir Tarock. In diesen 30 Jahren hat er nicht ein einziges Mal ein Bier getrunken, sondern immer Whisky und natürlicherweise nur seine Marke. Wie konntest du das nur vergessen? Ach Gott, ja, ich bereue es wirklich, aber es ist doch nun einmal passiert. Und Franz, bedenke, das erste Mal in 30 Jahren, ja? Der Janik ist natürlich in dem Fall auch keine Hilfe. Was die Alkoholiker anbetrifft, ist ja die reinste Kreislerei. Nein. Also der ist dir wirklich keine Hilfe, denn der kommt mit einer Flasche Whisky ein ganzes Jahr aus. Ja. Naja, in der Konditorei wird ja auch ganz selten Whisky verlangt. Ja, bitte, also was mache ich denn jetzt? Tja, Franz, es gibt natürlich einen Ausweg. Einen Ausweg? Ach, ja. Du meinst den Zwirschel. Du, der Zwirschel hat nur ein viel schlechteres Sortiment in sich ein Alkoholiker als der Janek. Nein, ich meine den nicht, sondern ich meine die Bahnhöfe. Sieh mal, also Westbahnhof und Franz-Josefs-Bahnhof, ja? Die haben die ganze Woche rund um die Uhr offen, sogar Samstag, Sonntag, und sie haben die ganz bestimmt auch die Marke von Herrn Dr. Leitner, denn ich meine, so ungeheuer exklusiv ist die ja nicht, gell? Also, wenn ich also richtig verstanden habe, meinst du, sollst von einem Bahnhof zum anderen rennen und schauen, ob ich das finden kann? Ja. Also, das freut mich aber wirklich nicht. Ich meine, ich wollte mich, bevor die Tarockpartie geht, noch ein bisschen hinlegen und ausruhen. Ja, Franz, das kannst du doch, wenn du deinem Freund ein Bier aufwartest oder natürlich einen Wein. Du, wir haben ein paar verschiedene sehr gute Sorten. Nein. Dazu sind mir meine Freunde zu lieb und zu wert. Ja, dann musst du leider das Opfer bringen und in den sauren Apfel beißen. Komm, Franz, du, ich werde inzwischen alles andere erledigen. Ich werde mich um alles kümmern und ich werde auch zum Janne gehen und werde die Sandwiches begutachten, ob du auch wirklich mit ihnen dann zufrieden bist. Ja? Also verstehen kann ich es noch immer nicht, dass du diesen Whisky vergessen hast. Ja, also, Gott sei Dank, das ist mir gelungen. Aber es ist natürlich eine Schande, dass man derartig lügen muss, nur um eine halbe Stunde für sich zu haben, wirklich. So, und wo verstecke ich dich jetzt richtig, damit er ihn nicht findet, ha? Ah, ich weiß schon, was passiert.
ausgewechselt. Wie ausgewechselt kommst du mir vor? Bitte, jetzt habe ich keine Zeit, nicht? Weil die Frau Sektionschef die Sandwich braucht, bitte. Aber nach Geschäftsschluss habe ich ein Wörterl mit dir zu reden, meine Hallo. Liebe. Ja? Verstehst du mich? Ja, Ede Onkel. Ja. Bitte geh doch raus, bitte. Ja. Ist jemand da? Mein Gott, das ist ja wirklich zu mehr. Grüß Gott, Frau Birgit. Hallo, Ursel. Na, warum schauen Sie denn gar so grantig drein? Ha? Ja, der Ede Onkel und ich haben einen Wickel gehabt. Ach, den haben der Stefan und ich fast jeden Tag. Hm? Zahlen bitte. Ja. Ein Tee, eine Melange, ein Topfenschein, 26. 75, bitte. 80 stimmt so. Ja, danke. Danke. Wiederschön. Wiedersehen. Was darf sein? Einen Tee, bitte. Und einen Krapfen. Gut. Ja, und dann erzählen Sie mir endlich, was los ist. Na, los ist nix. Der Edi-Onkel versteht mich halt nur. Ja, mein Gott. Der Stefan versteht mich auch nicht immer. Daran muss man sich gewöhnen. Na ja, gut, aber Sie als verheiratete Frau, Sie werden ja nicht so bevormundet wie ich vom Edi-Onkel. Der tät mich am liebsten jeden Abend einsperren. Ich habe sogar zwei, die mich am Abend einsperren. Ja? Das lassen Sie sich gefallen? Meine zwei fragen mich ja nicht einmal. Meine zwei kleinen Pamperlätschen. So, naja, das ist ja was anderes. Das sind ganz andere Verhältnisse. Ich habe ja keine Kinder. Gut, soll ich, ja. Setzen Sie sich her. Naja. Na, und? Was erzählen Sie mir? Haben Sie viel zu tun? Geschäftlich? Ja, nein, ich darf am Abend nicht fortgehen. Na, dreimal war ich bis jetzt erst fort. Dorten liefern am Abend. Am Abend? Naja. Am Abend müssen Sie Torten liefern? Na, müssen nicht, das habe ich wollen. Dem Herrn Dr. Strahler habe ich geliefert, naja, wie die Petra in Hamburg war. Warum wären Sie denn rot dabei? Ich glaube fast, Sie haben sich in den alten Casanova verliebt. Aber geh, der bandelt doch fast mit jeder an. Das glaube ich aber nicht. Außerdem hat er mich entdeckt. Ah, als was denn? Ich soll ein Star werden, hat er gesagt. Genauso wie die Shirley, ich weiß nicht, wie die heißt, aber die schaut genauso aus wie ich, hat er gemeint. Ich soll zum Theater. Na, Gott sei Dank schauen Sie nicht so aus wie die Shirley MacLaine. Bitte, vielleicht hat sie vor 30 Jahren ein bisschen so ausgeschaut wie Sie. Aber wollen Sie wirklich zum Theater? Naja, bis jetzt habe ich immer nur ans Wirtshaus gedacht. Aber gefallen jetzt mir schon. Aber mein ganzes Leben in der Küche stehen und kochen und Händel füttern und Schweindel füttern, das will ich wirklich nicht. Ich möchte schon zum Theater und schauen, ob ich das kann. Ich habe mir was eingegeben, das muss ich Ihnen zeigen. Lassen Sie auf. Ja. I'm singing in the rain, just singing in the rain. When the glorious feeling, I'm happy again. Oh, jedes Mal wird das naja, also ich glaube, tanzen kann die Shirley MacLaine heute noch besser als Sie. Ja. Obwohl sie fast dreimal so alt ist. Das weiß ich eh. Darum soll ich ja auch einen Musical-Kurs besuchen. Und das will der Herr Dr. Strahler mit mir besprechen. Aha, und wann? Ja, heute Abend. Hm? Ja. Der ist ja noch durchtrieben, als ihn der Herr Sektionschef immer gehalten hat. Ja, passen Sie nur auf, dass Ihnen die Petra nicht den Kopf abreißt. Ne? Ja, die soll sehr handig sein, habe ich gehört. Aber ich muss was mit ihm besprechen, wegen dem Kurs. Ja, natürlich nur wegen dem Kurs. Ja, aber ich weiß nicht, wie das dem Edi-Onkel beibringen soll. Der ist sowieso schon so grantig auf mich. Naja, also, weil Sie mir so sympathisch sind, will ich Ihnen ausnahmsweise und gegen meine Prinzipien dabei helfen. Echt? Ja? Und Sie glauben, dass Sie das können? Ja, ich werde es zumindest versuchen. Das wäre lieb. Herr Janek, darf ich Sie einen Moment stören? Ja, Moment. So. Ich glaube, ich habe Ihnen da wirklich alles zusammengestellt. Ja. Wenn Sie das gut durcharbeiten, werden Sie keine Schwierigkeiten haben mit dem Referat. Ich danke Ihnen vielmals. Wissen Sie, das Studium macht mir große Freude, aber ich weiß nicht, also dieses Nachschlagen und dieses Recherchieren, das ist nichts für mich. Ich glaube, ich bin nicht mehr genug flexibel. Aber Sie sind sehr flexibel. Und das Nachschlagen in der Bibliothek ist einfach fad. Und ich mache es ja sehr gern für Sie. Ja, das glaube ich Ihnen. Aber trotzdem, ich meine, Sie opfern mir immerhin
ein bisschen was von Ihrer kostbaren Zeit. Nein, das ist doch Blödsinn. Mir macht es so großen Spaß, mit Ihnen zu studieren. Und außerdem genieße ich ja auch sehr diesen Familienanschluss hier. Also, wenn ich jetzt noch sage, was ich alles genieße, wenn ich mit Ihnen beisammen bin, dann kommen wir nicht zum Lernen. Und vertun kostbarste Zeit. Ja. Ach, aber eine Frage habe ich noch. Die hat zwar nur so am Rande mit dem Studium zu tun, aber ich weiß nicht. Das ist wirklich ein ganz privates Problem. Na, also dann ist es etwas Menschliches und dann hat es sehr viel mit unserem Studium zu tun. Also, fragen Sie Eva, bitte. Wie kommen Sie mit Ihrer Zeit aus? Ich meine, Sie haben einen Mann, der immer zu Hause ist. Sie haben Enkelkinder und weiß Gott was alles. Und dann noch dieses Studium. Woher nehmen Sie sich diesen Freiraum? Da treffen Sie jetzt meinen wundesten Punkt. Wissen Sie, ich schaffe es sehr schlecht. Ja, ja. Und wenn ich es gut schaffe, dann habe ich ein schlechtes Gewissen. Denn natürlich, ich muss Tricks anwenden, ich muss Notlügen anwenden. Sie also auch. Wieso Sie? Aber hören Sie, der Heinz, der hat doch einen Beruf, der ihn den ganzen Tag ausfüllt. Und außerdem, ach was, der gehört doch zu einer Generation, die nicht so patriarchalisch denkt wie mein Mann. Ja. Der sagt, ja, ja, wissen Sie, mein später Ego-Trip, wie er mein Studium zu nennen pflegt, geht ihm leider Gottes sehr, sehr auf die Nerven. Na ja, nein, der Heinz akzeptiert schon, dass ich studiere. Aber dass ich manchmal auch am Wochenende lernen muss, das stört ihn sehr. Ich glaube, er hat sie sehr lieb. Hoffentlich. Ich ihn auch. Umso schlimmer ist es, dass ich ihn heute hab anlügen müssen. Was? Mir ist es aber auch nicht besser gegangen. Aha. Sie, also wer immer das jetzt ist, den wimmel ich ab. Und außerdem haben wir doch unsere Jause abgesagt. Nein, nein, jetzt werde ich zeigen, wie ich um meinen Freiraum kämpfen kann. Passen Sie auf. So. Oh! Sag mal, Hila, verschlafst du die Rät, wenn du mich siehst? Nein, nein, grüß dich. Grüß dich, Gulda. Oh, die schönen Blumen, danke vielmals. Bitte, sie sollen dir sagen, wie gern ich dich hab. Sag mal, Hila, es stimmt doch, dass heute bei euch Tarock ist. Das stimmt, ja, das stimmt. Heute um 7 Uhr. Bravo, da bin ich froh, dass ich mir einmal etwas gemerkt hab. Ja. Da habt ihr doch sicherlich euer Open House zur Jause geschlossen. Du nicht? Sagst es, Gulda. Und genau deshalb bin ich gekommen. Denn es ist doch, das ist doch ganz wichtig, dass man einmal unter sich, richtig unter sich etwas bespricht. Und zwar eine rein familiäre Angelegenheit. So, ja, aber mein Lieber, es tut mir sehr leid, aber der Franz ist nicht zu Hause. Das empfinde ich recht als Glück. Hila, wir zwei, von uns zwei, wir haben uns doch noch immer besser verstanden als ich. Nimm Franz, ne? Ja, ja, das schon, aber weißt du, wenn du, es ist schwer, dass du jetzt hier bleibst, weil da drinnen habe ich meine Schulfreundin, Studienkollegin. Deine Studienkollegin. Ja, die Eva, weißt du. Die Eva, kann ich leider. Die Eva, natürlich, das ist ja die reizende Freundin vom Heinz, die unlängst da war. Das ist ein wahres Glück, dass die mit dir zusammen studiert. Ja, ja. Zwei Psychologinnen werden doch sicher einem armen, alten Mann, der mit seiner Partnerin in großen Schwierigkeiten steckt, helfen können. Also pass mal auf, dass ich dir erzähle. Die Hansi, die stellt mir in letzter Zeit einen Baum auf. Einen Baum auf, wollte ich sagen. Tja, na dann komm halt herein. Dann bin ich so frei. Ja, bitte. Schauen Sie, Herr Janek, dieser Kurs wäre wirklich sehr wichtig für die Ursel. Dort lernt man alles. Servieren, ja, und vor allem Manieren. Ja, bitte, die Manieren sind ja gar nicht so schlecht. Nicht nur so unkonzentriert und so schlampig ist die Ursel. Besonders in der letzten Zeit. Naja, dort wird alles geübt. Auch wie man sich leichter Bestellungen merkt und so. Interessant, was es so alles gibt. Und Sie gehen auch in diesen Kurs. Naja, freilich. Mhm. Ich kann das ja auch alles brauchen. Ja, naja, für meine Verhandlungen mit den Modellagenturen. Und wo findet dieser Kurs statt? Ich meine, und wie lange dauert der vor allem? Ja, der findet an einem komischen Ort statt, nämlich im Vereinslokal der Bienenzüchter.
Bienenzüchter. Und wieso dort, bitte? Naja, weil im Winter tagen die Bienenzüchter ja weniger. Ah, ja, ja. Und soll ich die Ursel abholen? Nein, wir sind doch ohnehin zu zweit. Und dann weiß man ja nicht, wie lang so etwas dauert. Ne? Ja. Aber um 12 Uhr sind wir zurück, bestimmt. Naja, und können Sie überhaupt so lange weg? Ich meine, wer passt denn auf Ihre Kinder auf? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ja. Ja, aber zum Glück kommt gerade heute eine Kollegin aus der Modebranche zu mir. Ah, naja, aber die wird sich doch unterhalten wollen mit Ihnen, nicht? Also, nein, ne? Die braucht absolute Ruhe. Die studiert nämlich für die Fahrprüfung. Ja. Zweimal ist sie schon durchgefallen, aber diesmal will sie es unbedingt schaffen. Ja, aber trotzdem, es ist 12 Uhr, ist wirklich sehr, sehr spät. Also ausgerechnet, heute ist die Otti nicht da und ich weiß nicht, ob ich das erlauben soll. Aber die Frau Otti tät sich das wünschen. Die legt doch so viel Wert auf gutes Benehmen. Ja, das stimmt schon, nicht? Aber also gut, bitte, in Gottes Namen werde ich heute bis 12 Uhr lesen. Ne? Ich bin eh so unruhig, bevor das Kind nicht daheim ist. Und außerdem habe ich eine Verantwortung meinem Bruder gegenüber. Ne? Ursel, bitte, ja. Kommst du mal her, bitte. Ja, Edi Onkel. So, also die Frau Birgit hat mich davon überzeugt, dass dieser Kurs nicht nur für Serviererinnen und Verkäuferinnen auch für dich nützlich wäre. Also du darfst also gehen. Ne? Danke, Idiot. So Schmeichelkotze. Aber bitte, vorher musst du noch der Sektionschef die Sandwiches hinaufbringen, weil sie hat heute abends Gäste. Ja, natürlich, Idiot. Gut, also dann werde ich weitermachen. Ich habe noch sehr viel zu tun und dass die Bestellung fertig wird. Und bitte, Frau Birgit, ich kann mich doch auf Sie verlassen. Aber eisern, ja, eisern, na gut, also eisern. Also so viel gelogen wie heute habe ich schon lange nicht. Wir sind aber sehr begabt dafür. Das mit dem Bienenzüchterverein, das war ja irrsinnig toll. Aber das mit der Kollegin und der Fahrschule? Naja, lachen Sie mich nur aus. Ich habe Blut geschwitzt. Bin ja nicht der Münchhausen. Ja, aber Sie machen ihm starke Konkurrenz. Ja, naja, aber der Edi-Onkel, der tut mir schon ein bisschen leid. Weil eigentlich hat er ja nicht Unrecht, wenn er so oft mit mir schimpft. Ich bin ja wirklich sehr vergesslich, weil ich doch ein Star werden will. Ja, mit Hilfe des feschen Bertel. Hm? Ja, fesch ist er schon, der Bertel. Ja. Aber der Tommy, der hat mir erzählt, dass die Petra so rasend eifersüchtig sein soll. Ich habe direkt Angst vor der. Tja, das, liebe Ursel, ist Ihr Problem. Hm. Denn ein zweites Mal mache ich Ihnen auf jeden Fall nicht mehr die Mauer. Alles dann, alles danke. Gute. Sehr lieb von Ihnen. Also, Hila, du bist jetzt im Bild, ja? Vollkommen, Guido, vollkommen. Dankeschön. Und Sie auch, Eva? Auch, natürlich. Ja? Sie haben das Vertrauen Ihrer Freundin empfindlich verletzt, dadurch, dass Sie die Partnerschaft ernsthaft aufs Spiel gesetzt haben. Na wohl, gar so tragisch war die Sache auch wieder nicht. Man ist doch schließlich ein Mann, da reagiert man halt, wenn einem etwas Hübsches, Blondes über den Weg läuft und wenn es noch dazu weint. Ja, und sie ist schließlich eine Frau und sie hat nie reagiert, wenn ihr ein fescher Mann über den Weg gelaufen ist und vielleicht sogar noch geblinzelt hat. Ja, was fällt Ihnen ein? Ja, schließlich war ich der Hansi auch immer fast treu. Ja. Schließlich, ich hab's ja schon gesagt, schließlich, man ist als Mann ununterbrochen an Fechtungen ausgesetzt. Ja. Wodurch eigentlich ganz klar bewiesen wäre, dass es viel mehr fesche Damen gibt als Herren. Hm? Ja, Sie sind aber sehr streng, sehr streng. Sagen Sie mir doch lieber, was ich tun soll, um das verlorene Vertrauen meiner Hanse wiederzukriegen. Lang hält das nimmer aus, dass sie mich so gefühllos behandelt. Gefühllos, mein Gott, Guido, wie kannst du sagen, gefühllos? Die Hanse und gefühllos. Also, worin besteht diese Gefühllosigkeit? Wie äußert die sich? Sie behandelt mich zweitrangig. Was heißt zweitrangig? Dritterrangig. Und vor allem am Essen merke ich das. Sie kocht mir nicht mehr das, was mir schmeckt. Nur ihre gesunde Küche. Kein Gulasch, keine Schnitzel, nur Soja und Kerndl. Aber mit Essen dürfen Sie noch. Ja, das darf. Ja, also mein lieber Guido, dann musst du eben ganz von vorne anfangen. Muss ich? Ja, mein Lieber. Schau mal, du musst sie wieder umwerben, du musst sie verwöhnen, du musst ihr Blumen schenken, so wie in der ersten Zeit eurer Bekanntschaft. Und du musst Theaterkarten besorgen, und hier und da. Hela, die Hansi ist viel besser zu Fuß als ich, das macht sie ja schon seit Jahren. Ja, eben. Und jetzt machen Sie es wieder mal als Überraschung. Und dann bestellen Sie noch einen Tisch in einem hübschen kleinen Restaurant für danach. Na ja, wir haben den Schwegler-Wirt.
Den haben wir eigentlich ganz in der Nähe. Das ist ein Wirt, der wirklich noch ordentliches Fleisch hat. Billig ist er. Er ist billig. Und einen Fehler hat er. Er hat nur zwei Menüs zur Auswahl, aber er ist spottbillig. Bitte, mir macht das ja nichts aus, wenn ich dreimal in der Woche Grießnockelsuppe kriege und eingemachtes Kalbfleisch. Aber die Hansi, die matschkert schon. Ich meine, er wollte sagen, mault schon manchmal. Tja, darüber. Lieber Guido, dann musst du diesen Schwäglerwirt halt eine Zeit lang vergessen und musst die Hansi schön ausführen in ein hübsches Restaurant, mein Lieber. Muss ich? Ja. Das musst du. Schauen Sie, da Ihnen diese Dame offensichtlich sehr am Herzen liegt, müssen Sie anfangen mit kleinen Liebesbeweisen. Sind Sie mir nicht böse? Wissen Sie, dass eigentlich die Theaterkarten und Restaurantbesuche sind doch heutzutage nicht gerade billig? Das wissen Sie ja, doch. Ja, schon. Aber Sie müssen anfangen, das verloren gegangene Vertrauen wieder zurückzuerobern. Ja, aber das Wichtigste fehlt noch. Ja, solche Gefälligkeiten und Liebesbeweise, die überschreiten mein Budget, wirklich. Guido, das Wichtigste kostet überhaupt nichts. Und das ist nämlich dein Verhalten ihr gegenüber. Weißt du, du musst ihr zeigen, damit sie es merkt, dass du sie sehr, sehr lieb hast. Das ist wichtig. Das muss ich ihr zeigen. Richtig. Und zwar sofort. Und das bitte ist alles? Na ja, ich meine, dieses Programm können Sie nach Belieben ausbauen. Liebe kennt keine Grenzen. Kennt keine Grenzen. Ich werde es merken. Ich trachte zu tun, was mir möglich ist. Aber eigentlich hätte ich noch gern auf den Franz gewartet. Du, mein lieber Guido, das weiß man wirklich nicht, wann er kommt. Na bitte, rufe ich ihn heute von unterwegs an. Jetzt bitte will ich die Damen durchaus nicht länger stören. So, bitte. Na ja, ich werde jetzt hinuntergehen. Und werde gleich den Liebesdienst, den Minnedienst bei der Hansi antreten. Und zwar wissen Sie, was ich machen werde? Ja? Ich kaufe ihr unten beim Janik eine Bonbonniere. Sehr gut. Hoffentlich kriege ich dann morgen einen ordentlichen Schweinsbraten mit Knödel und Natursaft. Danke vielen Dank, meine Damen, für die Beratung. Ich komme wieder und werde sie in Anspruch nehmen. Bitte beeil dich nicht, durchaus nicht. Ich weiß den Weg. Auf zum Minnedienst. Auf Wiedersehen. Na, na? Was sagen Sie, was? Ich bin doch ganz groß, wie ich meinen Freiraum verteidige. Das ist doch wirklich zum Jammern. Endresultat null. Aber im Grunde genommen war das wie eine Vorlesung über die männliche Psyche. Also ich kann mir nicht helfen, aber ich glaube wirklich, diese Egozentrik bei Männern ist genetisch bedingt. Ja, aber die Wissenschaft dementiert das auf das Heftigste. Naja, aber die meisten Wissenschaftler sind ja auch Männer. Schönen guten Abend, Herr Janek. Ah, da geht's wieder rund heute. Frau Sockerl, Ursel, Frau Otti. Ah, ist ja aber sehr ausgestorben da. So, so, nicht so, passt doch ein bisschen auf, Ursel. Also. Ach, also bitte, unentwegt fällt dir etwas herunter. Es ist doch wirklich, Ursel, ich bitte dich. Also bitte, Ursel, du kannst doch nicht der Frau Sektionschef Sandwiches einpacken, die am schmutzigen Boden gelegen sind. Ich hab's eh abgeplant. Aber ich hab doch ausdrücklich gesagt, dass das nicht genügt. Bitte, merk dir das endlich. Aber Herr Chefregisseur, wer wird so einem zarten Wesen gegenüber so raue Töne anschlagen? Das arme Kind muss doch erst lernen. Ja, bitte entschuldigen Sie, bitte Herr Heinz, aber dass ich so unbeherrscht war. Aber sie hat mich heute den ganzen Tag schon so genervt. Bitte, bitte, also entschuldigen Sie bitte für mich. Ich freue mich jedenfalls, dass Sie mir wieder mal die Ehre geben. Ich habe schon gefürchtet, dass sie dann nicht mehr bei mir schmeckt. Aber Herr Janisch, du eine Beleidigung, bitte. Ja. Ich werde sofort den Gegenbeweis antreten. Diese Krapfen da schauen nämlich so verlockend aus, dass ich nicht widerstehen kann. Na? Also, der Geschmack übertrifft noch das Aussehen. Das freut mich. So, dann darf es vielleicht noch etwas sein. Oh ja. Herr Heinz, bitte. Nachdem der Hubraum meines Magens ungefähr 4 Krapfen ist, würde ich sagen, Sie bringen mir noch 3. Ja. Eine Melange und Ihre liebenswerte Gesellschaft. Das ist charmant. So, oder? Herrlich sind die. Naja, so, Janik, bitte. Und wann wird denn das große Ereignis so, sein? Bitte schön, da haben wir die 3. Na die Hochzeit. Weiß schon. So, naja, bitte, wenn alles so klappt, wie Sie es wünschen, etwa, ich sag's nicht gern laut, am 18. März, nicht? Am 18. März? Ja, nicht? Schön.
Ich muss sagen, Janek, eigentlich, ich beneide Sie richtig. Sie beneiden mich? Nur gehen Sie, das haben Sie doch nicht notwendig. Es liegt doch nur an Ihnen. Sie können doch längst verheiratet sein. Es liegt wirklich an Ihnen, wenn Sie noch Junggeselle sind, ne? Weißt du, es ist komisch. Natürlich, es gab in meinem Leben Damen, die mich, wie soll ich sagen, so ein Stück Weges begleitet haben, nicht? Und mit mir marschiert sind. Aber dann gab es immer wieder Kreuzungen, wo der eine nach links und der andere nach rechts abgebogen ist. Ja, ja, aber bitte, vielleicht sind Sie auch so schüchtern, wie ich es einmal war. Ja, das wird sein. Sicher, Sie haben sicher recht. Das liegt an meiner Schüchternheit. Ja. Aber wenn ich Ihnen einen Rat geben darf... Oh ja, natürlich. Ich bin auch für Kleinigkeiten dankbar. Na, also wie ich der Otti gesagt habe, dass ich Sie liebe, nicht wahr? Also wie ich gesagt, dass ich Sie liebe, also da war ich, wie soll ich sagen, so aufgeregt. Also direkt gezittert habe ich. Na klar, eine Liebeserklärung ist ja auch was Aufregendes. Ja, ja, aber wissen Sie, wie ich mir da geholfen habe? Also, wie ich ihr gesagt habe, dass ich sie heirate, ja, da habe ich nur an meine Steuererklärung gedacht. Ganz absichtlich. An die Steuererklärung? Ja, ja, natürlich. Ja, das ist doch die ganze Romantik futsch. Naja, ja, aber nur eine Minute, nicht? Aber dafür war ich, wie ich es ihr gesagt habe, nicht wahr, enorm ruhig und ohne, wissen Sie, überlegen, verstehen Sie? Aber dann, nicht wahr, wie sie mir auch gesagt hat, dass sie mich lieb hat, dann... Da war die Romantik sofort wieder da. Das haben, ich meine, ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass, wenn ich an meine Steuererklärung denke, dass ich dabei ruhig und überlegen werde, aber offenbar für Leute mit schlichtem Gemüt oder mit einer, sagen wir, extrem weißen Weste ist das eine sehr praktische Methode. Ja. Kinder, es ist zwar ein blödes Sprichwort, kann ich sagen, aber es stimmt. Was man nicht im Kopf hat, muss man in den Füßen haben. Ich war schon bei der Haltestelle, da ist mir eingefallen, dass ich ja noch hierher kommen muss. Ja. Ich bin völlig atemlos. Ja, aber lieber Onkel Gunther, dann setzen Sie sich doch zu uns und verschnaufen Sie. Ich verschnaufe, aber ich kann mich nicht auf die Kropfen setzen. Danke, sehr lieb. Sehr lieb. Ja, ja. Also, ich vermisse Ihre Zusage noch, Herr Heinz. Aber vorher muss ich den Herrn Janek noch etwas fragen. Herr Janek, wie ist das jetzt? Kommen Sie morgen zu mir kochen oder nicht? Selbstverständlich. Ja, fein, in meinem Kalender steht ganz groß 16 Uhr, Herr Guido. Ich habe auch alles eingekauft, was Sie mir gesagt haben. Fein, fein, das ist fein. Ich koche ja selber ganz gern. Aber für 12 Herren, das wären mir doch zu viel. Vielleicht kommen nur 10, aber das macht nichts. So, jetzt bringen Sie mir bitte eine feine, schöne, echte Janek. Melange und eine trockene Janik-Möhrspeise. Das ist sehr lieb. Meine liebe Schwägerin hat mich heute völlig ungejaust ziehen lassen. Ach, da muss ja was Außerordentliches passiert sein. Nein, eigentlich nicht. Na, wie ist das jetzt? Kommen Sie oder kommen Sie nicht? Sie haben mir noch nicht Bescheid gegeben. Ich bin so blöd, es ist wirklich, ich werde alt, es hilft nichts. Ich meine, ich muss mir wirklich im 89 einen Kalender anschaffen. Bis jetzt habe ich mir alles immer hier aufgeschrieben, aber das genügt offenbar nicht mehr. Ja. Selbstverständlich. Das komm ich. Und ich freue mich, Gast bei einem Ihrer legendären Abende sein zu dürfen. Also ein Gast, das ist ein Herrenabend in einer bescheidenen, schönen Umgebung. Das ist fein. Ich freue mich, Ihre prächtige Jugend wird die Würze dieser ganzen Veranstaltung sein. Schön, ich danke vielmals für einen richtigen Kaffee. Du bist schon. So. Ja. So ist es. Müssen Sie, ich finde ja, so gelegentlich ist ein reiner Herrenabend was richtig Erfrischendes. Ihr sagt es, Kaiserliche Hoheit, das habe ich bedauere, dass eigentlich, dass das die Veranstaltung, die bescheidene Pandemie, so ein reiner Herrenabend sein wird. Denn ich hätte ja noch gern mit Ihrer reizenden Freundin, da darf man schon sagen, Braut, ausführlicher gesprochen. Oh, das freut mich sehr, dass Sie die Eva so reizend finden. Ja. Sie müssen sie jetzt wirklich einmal ein bisschen näher kennenlernen. Ja, ich habe sie schon ein bisschen kennengelernt. Ja, die hat mich so zusammengeschimpft wegen eines nicht stattgefundenen Seitensprungs meinerseits. Wann war das? Also ich meine nicht der Seitensprung. Ich meine, wann war das, dass sie zusammengeschimpft hat? Vorhin war das, wie meine Schwägerin die Aufwartung gemacht hat, war das. Sind Sie sicher, dass Sie meine Eva meinen? Natürlich, ich bin doch nicht senil. Ich spreche von Ihrer Eva, die zusammen mit meiner Schwägerin so erfolgreich Psychologie studiert, dass sie mir
eine vollkommene Analyse meines scheißlichen Charakters geliefert hat. Entschuldigen Sie, aber die Eva ist bei ihrem grippekranken Onkel in Berchtesgadensdorf. Und dort bitte kann sie noch nicht sein, denn vor einer Viertelstunde hat sie mir noch unerhörte Reprimands gegeben. Jawohl, sie... Meiner so im Moment ist... Herr Janek, darf ich bitten? Bitte schön, darf ich bitten? Bitte. Herr Janek, packen Sie mir bitte eine schöne, große, köstliche Bonbonniere. Ein Kostenpunkt spielt keine Rolle. Herr Janek, haben Sie vielleicht eine mit einem Herzen drauf? Moment, muss ich schauen. Sind Sie so lieb? Ja, da habe ich das ganz Entzückende. Ah. Ich hab schon. Bitte wenn Sie das... Na, das betrachten. Das bitte. Ist es ja, das genau das habe ich. Die ist aber wirklich geschmackvoll. Packen Sie es bitte sehr hübsch, wenn Sie so lieb sind. Dankeschön. Und Sie, können Sie sich erklären, warum die Eva mir nicht erzählt, dass sie zur Hiller geht? Nein, das kann ich nicht erklären. Denn die Eva hat ja gar nicht gewusst, dass ich dort bin. Und auch sonst war kein männliches Wesen anwesend. Zügeln Sie also bitte Ihre Eifersucht. Auf Wiedersehen. Aber das macht ja die Sache noch komplizierter. So, aber ich glaube, ich muss jetzt wirklich gehen. Ich habe dem Heinz fest versprochen, dass ich um 6 bei ihm bin. Wirklich, schade, jetzt wären wir so schön im Zug gewesen, gell? Ja, das ist immer dasselbe. Kaum hat man sich halbwegs eingearbeitet, muss man schon wieder aufhören. Und beim nächsten Mal weiß man nicht mehr, wo man aufgehört hat. Wenn Sie morgen wieder da sein könnten, mein Gott. Ausgeschlossen. Heute habe ich mich noch freischwindeln können, aber morgen ist das Monsterprogramm angesagt. Burgenland, Freunde besuchen, Schloss besichtigen, na, da geht gar nichts. Meine liebe Eva, ich kann doch auch nicht. Nein, das war ein Wunschdenken von mir. Was glauben Sie, was ich zu tun habe die ganze Woche, um den Haushalt und die Vorlesungen unter einem Hut zu bringen? Und ich freue mich eigentlich auch ein bisschen auf den Tag morgen mit dem Heinz. Dafür werde ich am Montag wieder ein furchtbar schlechtes Gewissen haben, weil ich zu wenig gelernt habe. Jetzt werde ich Ihnen was sagen. Ich glaube, wir haben immer ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Steht das nicht? Ich meine, haben Sie irgendeine Erklärung dafür, Herr Janek, warum die Eva mich anlügt? Na, ich weiß es leider wirklich nicht. Ich meine, einen Mann wie mich lügt man doch nicht an. Also gerade mich. Ein Mann, der das wirklich nicht verdient, weil er ein wirklich guter Lodge ist. Ganz, übertreiben Sie nicht gar so, lieber Heinz. Also gar so ein guter Lodge sind Sie auch nicht. Also gut, vielleicht, das mag sein. Aber jedenfalls, Herr Sektionschef, es ist schön, dass Sie da sind. Herr Sektionschef, Sie wissen doch immer alles. Nein, bitte. Wer hat denn das behauptet? Ich jedenfalls nicht. Nein, ich bin keineswegs allwissend, doch viel ist mir bewusst. Gut, also das ist schön, wenn Sie das so poetisch formulieren, aber könnten Sie mir vielleicht aus Ihrer Weitsicht und Klugheit und aus dem Brunnen Ihrer Weisheit erklären, warum lügt die Eva mich an? Wer behauptet denn, dass die Eva Sie anlügt? Ja, behaupten, das weiß ich nicht, aber ich weiß es jedenfalls, positiv. Ach, Sie wissen es, das ist doch der Fall dann ganz einfach. Na, fragen Sie sie doch. Na ja, warum eigentlich nicht? Ja. Herr Janek, Ursel, das Geschäft kann man wegtragen, ohne dass das überhaupt jemand merkt. Nein, bitte nicht vergessen, ich bin da, ja, ich fungiere hier ja sozusagen als Wachhund. Ja, bitte, Herr Sektionschef. Ja, na, das ist ja reizend. Was macht sie denn da drin in dem Speckkammern? Schlafen? Ich meine, die Kundschaft kann inzwischen hier verhungern und verdursten. Ja, also bitte schön, ich bin gerade am Sandwiches herrichten, die Sie bestellt haben für Ihre Frau fürs Tarock. Und dem Medi-Onkel passt nicht und jetzt tut das dauernd wieder umschlichten und umräumen. Sehr eine kreative Tätigkeit. Könnte ich trotzdem einen Kaffee haben? Ja, selbstverständlich. Was dazu? Na, natürlich was dazu. Ich bin sehr hungrig. Ich habe schon seit Stunden keinen Bissen im Magen. Ja, vielleicht ein paar Krapfen? Nein, um Gottes Willen. Doch keine Krapfen. Krapfen sind zu fett und zu süß. Ja, nein, ich muss an meine Linie achten. Davon abgesehen Kalorien und Zucker und so weiter. Nein. Ich möchte einen ganz ordinären, kaloriearmen Apfelstrudel. Nee, den haben wir nicht. Und was ist das da? Ja, ein Apfelstrudel, aber der ist nicht ordinär. Sondern? Ja, das ist der Spezialapfelstrudel vom Edi-Onkel. Den macht er sogar zweimal am Tag. Jetzt kostet er schon 5 Schilling mehr als früher. Ja, ich habe heute meinen verschwenderischen Tag. Werde ich mir trotz dieses exorbitanten Preises so einen Apfelstrudel gönnen. Und einen Kaffee geben Sie mir auch dazu, aber geschwind. Ganz recht, ja. Also, lieber Herr Sektionschef, ich glaube, ich muss meine... Naja, sagen wir, ironische Bemerkung bezüglich Ihrer Zweitblickes
zurücknehmen. Nein, ich muss mich wirklich entschuldigen. Sie haben wirklich, Sie haben einfach mehr Weitsicht als ich. Nicht, also, wenn ein Problem auftaucht, dann lösen Sie das spontan und ich dokter stundenlang daran herum. Sie haben vollkommen recht. Natürlich, ich werde die Eva schlicht und einfach fragen. Aber lieber Heinz, das ist überhaupt keine Kunst. Das ist eine Alterserscheinung. Wenn Sie so alt sein werden wie ich, machen Sie das auch ganz leicht. Finden Sie, das Leben ist überhaupt sehr einfach. Es ist gar nicht so kompliziert, wie das einmal ein früherer Bundeskanzler bei jeder Gelegenheit immer gesagt hat, so kompliziert. Nein, nein, nein. Wenn Sie genau hinschauen, spielt sich eigentlich im Leben fast alles immer genau so ab, wie sich der kleine Moritz das vorstellt. So, so ist recht. Ja, fabelhaft, danke, bitte. Danke. So, und jetzt muss ich raufgehen und Ihrer Frau die Sandwiches bringen. Oh, ja, ja, das ist eine gute Idee, weil meine Krapfen habe ich ja eh schon fertig. Ich werde Ihnen vielleicht zur Hand gehen, weil ja diese zarten Handeln vielleicht die schweren Sandwich nicht da schleppen können. Und vielleicht finde ich die Eva noch oben bei Ihrer Frau. Na, bin ich fest überzeugt davon. Wieso? Aber bitte, lieber Heinz, Verabschiedung von zwei Damen, das ist doch ein ungeheuer kompliziertes Zeremoniell. Das dauert länger als eine halbe Tarockpartie von uns Männern. Danke. Ja. Ah ja, dran schaut die Sachen. Ah, Herr Sektionschef, ich habe gar nicht gewusst, dass Sie da sind. Die Ursula hat mich ja ausgezeichnet bedient. Nicht? Ja. Außerdem bin ich ja noch immer da. Ja, Herr Janik, ich wollte sowieso etwas mit Ihnen besprechen. Sagen Sie, Whisky. Ja. Wie sind Sie eigentlich mit... Ich wollte Ihnen doch noch was zu diesem neuen Seminar sagen, das nach den Semesterferien beginnt. Aber es ist sowieso schon viel zu spät. Nein, nein, es geht nicht mehr. Oh, was soll schon passieren? Der Heinz hat mich auch schon warten lassen. Naja, also ich muss eigentlich auf den meinen Mann nicht so sehr warten. Er ist sehr pünktlich, aber es ist was anderes bei ihm. Er vergisst das ganze Rendezvous überhaupt. Ja, ja, ja. Aber wie Sie genau wissen und ich auch weiß, das männliche und das weibliche Verhalten wird mit zweierlei Maß gemessen. Naja, das ist allerdings wahr. Nicht? So, schon wieder. Schönen guten Abend. Ah, der Partydienst, ja. Janik und Co. Erlaubt sich, die Sandwiches für den heutigen Tarockabend zuzustellen. Ja. Danke, Ursel. Gehen Sie mit mir in die Küche. Ich danke mich. Danke, mich wiedersehen. Ja. Verstehe ich das so, dass du deinen grippekranken Onkel hierher verlegt hast, weil die liebe Hiller neben all ihren anderen Talenten auch noch den Ruf genießt, eine so hervorragende Krankenpflegerin zu sein? Sektionschef, wenn Sie überzeugen wollen, 6 Flaschen habe ich bestellt und 5 sind noch da. Lieblingsmakel von meinem Gust und ich deppbrennen von einem Bahnhof zum anderen wieder eine einzige Flasche da drin. Ja, bitte, wenn Sie sich noch erinnern, Herr Sektionschef, wir haben doch im vorigen Frühjahr darüber gesprochen, dass wir Whisky und Cognac bestellen wollen, weil einige Gäste so nach dem Café so etwas wünschen. Ja, ja, jetzt erinnere ich mich wieder dran. Ich hab's vergessen, nicht wahr? Aber es wundert mich nur, dass meine Frau, dass die es auch vergessen hat. Nee, aber die gnädige Frau hat vorige Woche bitte eine Flasche Whisky mitgenommen. Ich kann im Buch nachschauen, wenn Sie wollen. Nein, 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 das ist ja ganz egal jetzt nicht. Das spielt ja gar keine Rolle mehr. Wundert mich nur, meine Frau ist jetzt auch schon vergesslich. Ja, bitte, was ich noch fragen wollte, es ist nämlich so, ich koche doch morgen beim Herrn Guido seinem Herrenabend, nicht? Ja, ja, jetzt erinnere ich mich, was soll ich nicht wieder dran? Na ja, und? Ja, soll ich da vielleicht einige Getränke mitnehmen, weil der Guido war da und hat nichts gesagt? Weiß ich nicht. Ich glaube, dass der Guido das alles schon haben wird. Nicht? Mhm. Aber schaut ja nichts, nehmen Sie ein bisschen was mit. Wann fängt denn das Fest an? Na ja, bitte, um 4 fange ich zum Kochen an. 19 Uhr wollen wir speisen. Vorher gibt es ein Aperitif. Halt. Wie ist das so? Wie das heißt? Ja, gut. Na, schauen, dass ich um 6 Uhr dort bin. Also ist das nicht ein bisschen sehr viel für Sie, diese Arbeit? Ach Gott, ja, circa 12 Personen, das ist schon sehr viel, ja, finde ich schon. Na, könnt ihr denn doch die Ursel dabei helfen, denn die Sokol ja wieder mal nicht da, die ist wieder in ihrer Cashen im Waldviertel. Ja, also bitte, wissen Sie, die Ursel, das ist eine Sache, schauen Sie, morgen ist ein junges Ding, morgen ist Sonntag und da geht sie vielleicht mit ihrer Freundin ins Kino und ein bisschen auslangen. Also passt ja. Ach. Aber ich gebe ihr einen 100er extra und soll es gleich heute ins Kino gehen. Nein, das geht nicht, weil heute ist sie mit der Frau Birgit verabredet. Also schön, soll es die Birgit mitnehmen ins Kino? Nein, das geht wieder auch nicht, der Sektionschef, weil sie doch so mit der Ursel zu einem Kurs geht. So, wissen Sie, so reden so über Umgang mit Kundschaft und solche Sachen. Nicht? Was, ein Kurs am Samstagabend? Ja, ja, ja. Wo ist denn dieser Kurs? Na, im Bienenzüchterverein, hat die Frau Birgit gesagt. Ja, weil die Bienenzüchter tagen da im Winter sehr wenig. So oft. Bienenzüchterverein, ja. Das ist sehr interessant. Na, und wie lang dauert dieser Kurs?
Naja, also sehr spät, finde ich. Es wird nicht vor Mitternacht fertig, hat die Frau Birgit gesagt. Nicht? Aha, also, wird nicht vor Mitternacht fertig, hat die Frau Birgit gesagt. Na, wissen Sie was, Herr Janek, da möchte ich dann ein paar Minuten mit der Ursel sprechen. Ja, bitte, wenn es geht. Also ich glaube schon, dass es ganz gut wäre, wenn Sie etwas dazulernen. Schließlich kommt sie von Land und da weiß sie doch bestimmt nicht so viel. Also da muss sie viel dazulernen. Nicht? Naja, das ist nicht unbedingt notwendig. Denn wissen Sie, Herr Janek, ja. Es gibt halt im Menschenleben und auf der Welt gibt es also sehr, sehr viele Dinge, von denen sich unsere Schulweisheit nichts träumen lässt. Und schlafende Hunde soll man nicht wecken. Ja. Auf jeden Fall finde ich es enttäuschend, dass du wirklich mir diesen alten, blöden Schmäh vom kranken Onkel erzählt hast und ich auch noch so blöd war, diesen alten, blöden Schmäh zu fressen. Entschuldige, es tut mir wirklich furchtbar leid. Ich wollte dich nie anlügen. Ja, aber du hast es getan. Also warum? Aus Feigheit. Also doch ein anderer Mann. Aber Blödsinn, das hätte ich dir wirklich gesagt. Aber, also was ist es dann, was du mir nicht sagen kannst? Dass ich einfach mehr Zeit brauche, auch am Wochenende. Ja, aber wieso? Ich meine, entschuldige, du studierst die ganze Woche und am Wochenende, wenn wir zusammen sind, verfliegen die Stunden ja ohnehin viel zu schnell, finde ich. Ja, aber vor Prüfungen muss ich einfach mehr lernen. Also gut, das kann man ja auch mir sagen. Ein Wort genügt und die Sache ist erledigt. Bist du jetzt beleidigt? Aber wo denn? Muss ich beleidigt sein? Und dazu habe ich dich ja viel zu lieb. Und ich habe mich so gefürchtet, dir das zu sagen. Aber wo? Und damit du siehst, wie rasch ich auf deine Bedürfnisse reagiere, schon morgen fangen wir damit an. Du wirst mir morgen vielleicht bis Mittag deine Zeit schenken und der Nachmittag und der Abend ist schon freigegeben fürs Studium. Nein, aber morgen habe ich mir doch alles so eingeteilt, dass wir den ganzen Tag haben. Nein. Es soll nicht heißen, dass ich so ein Chauvi bin, der nicht die Bedürfnisse seiner Partnerin berücksichtigt. Ich opfere dich morgen schweren Herzens dem Studium. So, zur Belohnung leisten wir uns jetzt einen köstlichen Jannik-Krapfen. Angeblich sind die ganz frisch heute. Das ist aber eine reizende Überraschung. Lieber Heinz, ob Sie es glauben oder nicht, ich habe gerade an Sie gedacht. Oh, das schmeichelt mir. Womit kann ich dienen? Nein, soll man mit gar nichts dienen. Wollte ich Ihnen mit irgendetwas dienen? Vielleicht ein Glas an Sekt? Nein, danke, aber no Alkohol. Hm. Aber vielleicht zwei Kropfen. Zwei Kropfen, bitte sehr. Herr Janek, bitte eine Fuhr Kropfen brauchen. Ja, bitte. Also, ja, dann wollte ich noch sagen, die Ursel ist auch schon da. Sie wollten Sie doch sprechen, ja, oder? Ja, eins nach dem anderen. Ja. Herr Heinz, ich gehe doch nicht fehl in der Annahme. Fällt einem natürlich der Lemke ein. Ich habe diese Sendung immer sehr gern gesehen, ich war jahrelang. Naja, uns wiederum einer aus der guten alten Garde hat uns verlassen. Ja, aber ich muss zu der Sache zurückkommen. Ich gehe doch nicht fehl in der Annahme, dass Sie morgen sein werden bei meinem Herzblatt, bei meinem Bruder, bei diesem Herrenabend. Morgen beim Herzbruder, beim Blattabend. Ja, ich habe irgend sowas. Habe ich leiten gehört. Ja, seit Sie haben irgendwas leiten gehört. Haben Sie zugesagt oder nicht? Zugesagt hätte ich, ja. Nein, so, das ist doch wunderbar. Wie Sie, ich hätte nämlich eine Bitte an Sie. Ich fahre nicht mehr in der Nacht Auto, mit den Augen und so. Möchte weder ein Mörder noch ein Selbstmörder sein. Und dass Sie gesagt haben, Sie sind kein Alkoholiker, könnte ich mich Ihnen ja ruhig anvertrauen. Könnte also noch ein paar Viertel Bringerstraße trinken. Also, wenn Sie nichts dagegen haben, morgen um 5:30? Nein, gerne. Um 5:30 bin ich gestellt bei Ihnen. Das ist nett, das freut mich wirklich. Ja, immer gewusst, Sie sind ein besonders netter Mann, ein Mann, der einem... So, bitte, die sind wirklich erst eine Stunde alt. Frau Eva, bitte kosten Sie. Nein, vielen Dank. Ich glaube, mir ist der Appetit vollkommen vergangen. Nein, bitte, aber, bitte, bleib. Entschuldigen Sie, verzeihen Sie. Einen für mich, um 6:30 bin ich morgen. Ich glaube, Frau Eva wird schlecht, glaube ich. Nein, sie ist ja überhaupt nicht schlecht, sondern das ist was anderes. Na. Ah ja, da ist ja schon die Ursel. Würden Sie da noch hinten reinlassen? Stunden bitte, ja. Ja, da kommen Sie uns nur Platz. Ja, nehmen Sie nur Platz, liebe Ursel. Sagen Sie, Sie gehen da in einen Kurs. Wo ist denn dieser Kurs heute Abend? Der Kurs ist in dem Vogelzüchterclub. Im Vogelzüchterclub. Ich hab zwar geglaubt, im Bienenzüchter ist ja ganz egal. Es sind auf jeden Fall Vogel. Ich werde Ihnen was sagen. Ja. Nicht lügen Sie mich an. Nicht wahr? Sie haben überhaupt gar keinen Kurs. Ich weiß das. Da hat es rausgekriegt, die Petra, dass der Dr. Strahler und ich... Nein, das hat nicht die Petra herausgekriegt, das habe ich herausgekriegt. Aber bitte, ich bin bereit, der Petra nichts zu verlassen unter einer Bedingung.
Sie dürfen natürlicherweise heute sich nicht mit diesem Hallodri treffen. Aber damit überhaupt nichts passieren kann, habe ich auch viel eine bessere Idee. Sie werden heute abends bei mir bei der Tarockparty servieren und morgen beim Guido bei meinem Bruder. Ja, sehr fein. Soll ich ihm abtelefonieren? Ja, aber ist ja gar nicht nötig. Ich brauche überhaupt nichts abtelefonieren.